Liebe Freunde der gepflegten Strategie, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Let's Play Europa Universalis 3. Ja, und der eine oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Ihr könnt euch erinnern, wir haben unsere Kolonien hier in Nordamerika aufgegeben, weil wir einfach nicht stark genug sind gegen die Supermächte dieses Spiels. Sind jetzt erstmal wieder einigermaßen konsolidiert, haben mal wieder ein bisschen Manpower, 35.000, Maximum 71.000, das ist auch langsam in Ordnung. Ja, und haben eigentlich in der direkten Umgebung keine, ja, weiteren großen Expansionsziele. Insofern orientiere ich mich, so wie einige von euch auch in den Kommentaren, durchaus in den asiatischen Raum, im Raum des Indischen Ozeans. Und ich habe Interesse, hier seht ihr es, die Karte. Hier gibt es noch ein paar unbesiedelte Provinzen in Südostafrika und hier gibt es Madagaskar. Und Madagaskar finde ich als kolonialen Stützpunkt ja super interessant. Von dort aus kann man schön weiter kolonisieren, wenn man dort dann Kernprovinzen nach 50 Jahren hat. Und vor allem, es hat keine Landgrenzen, wenn man es schafft, alleine zu kolonisieren mit anderen kolonialen Mächten. Ihr wisst ja, was da möglicherweise passieren kann. Bloß, das kleine Problemchen ist die Kolonialreichweite. Und ja, ihr seht es, ich komme erst bis hier. Und das ist nicht ausreichend genug, wenn ich mir das mal genau angucke, sogar noch weniger weit als Portugal offenbar gekommen ist. Die haben da scheinbar eine höhere Reichweite schon erreicht. Ja, insofern baue ich jetzt auch oder gehe jetzt auch stark auf Flottenausbau, weil das erhöht nämlich diese Kolonialreichweite. Und es gibt auch Berater. Allerdings ist meine Kultur- und Flottentradition relativ schwach derzeit, so dass ich, glaube ich, nur Level 2 Berater rekrutieren kann. Ja, und die reichen nicht derzeit nach meinen Berechnungen. Insofern muss ich noch etwas warten und hoffen, dass Portugal mir nicht zuvorkommt. Aber um gleich mal unsere Kulturtradition ein bisschen nach vorne zu pushen, werde ich ein nationales Epos in Auftrag bringen. In Auftrag geben, dass zumindest die Kulturtradition einigermaßen stabilisiert und ab und zu werde ich dann oder im entscheidenden Moment mit Magistraten dann nochmal nachhelfen. Ja, ansonsten muss ich mal hier schauen. Ich habe immer noch den vollen Unterhalt fürs Heer, den werde ich jetzt absenken. Das spart mir natürlich deutlich Geld. Ja, und außerdem ist mir aufgefallen, ich habe noch diese Mission Schutz vor Frankreich, dass ich also eine größere Armee haben soll, als Frankreich sie hat. Und das ist eine Mission, die hätte ich schon längst mal abbrechen sollen, weil die ist faktisch nicht zu erreichen. Frankreich hat derzeit, müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, 171.000 Mann und Erfahrenen, also tatsächlich aktiv und hat ein maximales Manpower von 333.000 Mann. Also das ist wirklich die absolute militärische Supermacht und da werde ich garantiert nicht mehr eine größere Armee bekommen als Frankreich. Insofern werde ich diese Mission jetzt abbrechen, was mich allerdings minus 5 Prestige kostet. Okay. So, ansonsten will ich mal meine paar kleinen Satellitenstaaten, mich um die mal wieder kümmern. Uns nochmal mit Staatsehen versuchen. Wahrscheinlich bei Holstein. Mecklenburg ist es vielleicht. Ja, mal sehen. Und Pommern. Das ist auch vielleicht. Na, mal gucken, was das wird. Und dann habe ich ja auch noch immer den Plan, meine Beziehung zu Brandenburg zu verbessern. Ja, und das hat gut geklappt mit plus 24. Ich habe jetzt eine Beziehung von 111. Das ist schon mal ganz anständig, denke ich. Jo, und ansonsten ein bisschen Geld habe ich noch. Ich werde noch
Level 2 Force bauen, habe ich mir überlegt. Einmal eine in Estland. Kostet mich 78 Dukaten. Ja, dann, ich glaube, Neva und Kexholm haben wir schon. Genau. Dann kommt noch eine nach Viborg. Warum geht das gerade nicht? Vielleicht, weil ich da gerade ein Missionar habe. Will er nicht. Das finde ich jetzt merkwürdig. Da geht es auch nicht. Also in Savolax kann ich es ausbauen, aber in Viborg nicht. Vielleicht liegt es am Missionar, der dort aktiv ist. Wäre zwar ein bisschen merkwürdig. Gut, na dann baue ich es woanders aus. Und zwar einmal noch auf Gotland. Ja, dann Schleswig ist auch immer gut. Und Jylland. Genau. Also das war meine defensiven Aktivitäten. Ja, und da bin ich wieder. Ich hatte tatsächlich gerade einen Absturz. Und habe schnell neu geladen und alles, was ich eben getan habe, nochmal wiederholt. Insofern ist nichts passiert. Holstein verweigert Staatsehe, Mecklenburg beschließt, sehr schön, Pommern auch. Na, das ist doch immerhin gut. Und wir kriegen den Auftrag, einen Monopol in Antwerpen zu errichten. Unsere Händler finden, dass der Staat ihre Aktivitäten in Antwerpen mehr unterstützen sollte. Sie glauben, dass ihre Position gesichert sein wird, wenn einmal ein Monopol errichtet ist. Okay, das ist doch eine ganz nette Mission. Wir halten 50 Dukaten und 5 Händler. Kroas. Und müssen in Antwerpen ein Monopol errichten. Okay, Leute, dafür gehe ich dann mal kurz hier ins Buch und schauen wir mal an. Ja, da haben wir immerhin 5 Händler und vielleicht schaffen wir es ja. Ich weiß gar nicht, was ich tun kann, um das zu forcieren. Ich werde vielleicht mal überall anders, vielleicht mal auf Gelb stellen. Außer da, wo ich natürlich schon ein Monopol habe, obwohl bei mir zu Hause werde ich es nicht auf Gelb stellen. Ach nee, das war ja gar nicht bei mir zu Hause. Tja, mal sehen, ob das die richtige Strategie ist. Müssen wir beobachten den Spaß. Ansonsten, ja, lasse ich es jetzt mal schnell laufen und ich hoffe, es gibt nicht wieder einen blöden Absturz. Das erlebe ich sonst nämlich eigentlich ziemlich selten in diesem Spiel. Das ist sehr, sehr sicher. Und ihr seht hier, wie die Spanier Preußen fertig machen. So, der Klerus bezeichnet einen Philosophen als Heretiker. Ein prominenter Naturphilosoph predigt Weisheiten, die denen der Kirche widersprechen. Der Klerus verlangt, dass er gestoppt wird und ihm zur Bestrafung ausgeliefert. Egal, was wir tun, dies wird große Unruhe im Reich hervorrufen. Entweder wir unterstützen den Klerus, erhalten einmal dogmatisch und verlieren eine Stabilität, oder wir unterstützen den Philosophen und halten freigeistig. So, wir sind jetzt im Moment bei minus 1 freigeistig. Ja, das Problem. Gut, Missionare erhalte ich eigentlich jetzt genug. 0,9, wenn ich jetzt. Ich könnte mir durchaus einmal freigeistig erlauben. Ja, ich glaube, ich unterstütze den Philosophen. Okay, und leider, leider, leider müssen wir jetzt ab von unserer Flottenforschung und zurück auf Stabilität und haben aber schon Dezember 72. Ja, also Stabilität habe ich wirklich keine Probleme, muss ich immer so sagen. Das ist sehr nett. So, außerdem haben wir einen neuen Missionar. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hingehen mit ihm. Und ich denke nach Savolax. Okay.
So, jetzt gibt es katholische Fanatiker auf Gotland. Das ist jetzt ein bisschen, naja, gut, nicht wirklich unangenehm. Aber wir müssen zumindest mal ein bisschen Verschiffung betreiben. Ja, ich denke, wir sollten mit dieser beeindruckenden Armee dort anlanden. Na. Oh, prima. Die nächste Konvertierung ist erfolgreich in Helsingland. Sehr schön. So, dann dürfte hier auch das Revoltenrisiko langsam heruntergehen. 5,9 ist es immerhin noch, ja. Ihr seht es, das größte Problem ist... Achso, nee. Es wird gleich auf 0 gehen, weil hier ist noch der aktive Missionar. Das hat sich noch nicht verändert. Ja, aber mein größtes Problem ist in der Tat... So, in Meißen, die Staatsehe ist vorbei. Eigentlich mag ich Staatsehen. Ich versuche es nochmal eine. Vielleicht. Und hier ist der Kampf. Prima, das hat geklappt. Und hier ist der Kampf gegen die Rebellen. Ja, das war natürlich überhaupt kein Problem. Und insofern geht es jetzt wieder zurück. Ja, Leute. Das ist wirklich ein tolles Ereignis. Ende des religiösen Chaos. Unsere Nation hat sich vom schweren religiösen Chaos erholt und ist nun wieder zu einer Einheit geworden. Und wir halten sogar eine Stabilität und religiöses Chaos wird entfernt aus Skandinavien. Leute, 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 das ist wirklich ein großer Tag. Menschen aus allen Schichten unseres Volkes finden, dass uns der Himmel nun wohler gesinnt ist als zuvor. Ja. Das finde ich wirklich auch. Und das können wir uns jetzt mal gleich angucken. Ja, das Revoltenrisiko ist ja deutlich gesunken jetzt. Deutlichst. Und wir haben jetzt hier auch auf der Religionskarte sieht man, wir haben jetzt also eine Toleranz von sogar plus 2 insgesamt für ja, die abweichenden Provinzen. Insofern steht es durchaus im Raum. Bald könnte man auf die Ökumene verzichten. Also wir haben ja nicht mehr viele Provinzen. Mal sehen, wann da der geeignete Moment ist. Aber das ist wirklich hervorragend, wenn ihr mir diese Euphorie erlauben mögt. Ein großer Tag wirklich für die Nation. Achso, ich muss, oh, Idiot, kann natürlich jetzt ja wieder die Forschung ändern und ich will die Flotte doch pushen. November 1573. Na gut. So, Kastilien gestattet uns wieder den Zugang zu ihren Handelszentren, also konkret Andalusien. Ja, sehr schön. Da gehe ich auch mal prioritär rauf, weil das bringt Geld. Damit ist der Kriegsgrund weg. Und, Leute, was sehen meine erschreckten Augen? Hier haben wir Spanier in der Nähe. Und das ist ja wirklich eine nervige Angelegenheit. Direkt an unseren Grenzen zwei kastilische Provinzen. Also wirklich, das ist unangenehm, Freunde. Habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust drauf. Aber gut, können wir uns jetzt nicht aussuchen. So, Savolax ist auch konvertiert. Oh ja, 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 das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. So, ich versuche hier nochmal vorzubauen. Das geht nicht. Viborg und Nyland. So, ein General von uns ist tot. Okay.
Frankreich ist Verteidiger des Glaubens. Nun gut. So. Und auch ein weiterer historischer Moment ist gekommen. Wir haben seit Ewigkeiten, seit gefühlten Ewigkeiten, endlich wieder einen neuen König, nämlich Horkon den Ersten Grieb. Der wird nun unser ruhmreiches Land leiten. Und er ist ja ein Militärgenie, ein wirklich fantastischer Typ. Sein gutes Führungsgeschick und hervorragendes taktisches Wissen wird uns bei der Niederschlagung derer helfen, die sich uns entgegenstellen. Außerdem hat er auch noch gleich ein Thronfolger Papa mit 14 oder 15. Tja, sehr, 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 sehr schön ist das. So, und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir eigentlich hier dadurch ein paar hübsche Möglichkeiten haben. Ja, zum Beispiel können wir jetzt den schwedischen Stahl nutzen. Während andere Armeen ungezielte Salven abfeuern, marschieren wir in disziplinierten Reihen auf sie zu, geben eine einzige Salve auf kurze Entfernung ab und geben ihnen kalten Stahl. Prima. Das bringt, achso, habe ich jetzt vergessen zu sagen, das bringt plus 5, glaube ich, Disziplin, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist schon ordentlich. Das ist schon sehr ordentlich. Ich werde mal den Herrscher zum General machen. Oh, tolle Werte. 6 plus 4. Wunderbar. Und wenn ich mich erinnere, haben wir dann noch eine weitere hübsche Sache, nämlich wir können den, ja, wir können den Milizakt beschließen. Das hat folgende Konsequenzen. Also erstmal lese ich mal vor, dass das hat. Erklärt den König und den König alleine zum absoluten Anführer der Streitkräfte. Das alleinige Recht der Miliz in allen Bereichen wie Befehlsvergabe oder Auflösung liegt in den Händen des Königs. Ja, das geht mit der bestimmten Voraussetzung. Unter anderem muss man also ein militärisches Genie haben als König. Naja, zumindest mehr als sieben. Der Monarch muss Anführer sein. Und so weiter und so fort. Konsequenzen. Quantität plus 1, Zentralisierung plus 1 und Disziplin plus 6%, was echt auch wieder fett ist. So, was bedeutet denn das? Quantität. Ich gehe also eine Richtung in Quantität. Ja, das kann ich verkraften. Das ist okay. Zentralisierung wird mich das hier über die Grenze schicken. Aber das ist auch, denke ich, verkraftbar. Ich beschließe also den Milizakt. Okay, Leute. Das können wir uns dann nämlich mal gleich mal angucken. Ja, jetzt sind wir einmal hier über die Grenze und haben also jetzt einen Malus, nämlich die maximale Kriegsmüdigkeit. Also das finde ich jetzt zumindest ganz okay in diesem Punkt. Zumindest. So, wir haben Heerestech 21, können 32 Fünder entwickeln oder einsetzen. Das sollten wir auch tun. Die sind nämlich deutlich besser als die von mir bisher genutzten Kulverins. Das 16. Jahrhundert sah nicht nur Verbesserungen hinsichtlich der Artilleriemanövrierbarkeit, sondern auch Versuche, die Größe und das Gewicht der Kanonen zu standardisieren. Ja, den nehmen wir, den 32 Pfünder. Oh, und nun gehört auch Burgund aufgrund der Einflussnahme von Brandenburg dem katholischen Glauben an. Tja, ja. Da gibt es dann nur noch Meißen, wenn ich richtig sehe. Ach nee, Meißen, Utrecht und natürlich Novgorod. Ach so, und Genua auch noch und Mantua auch noch, die dem ja irgendwie reformierten protestantischen Glauben anhängen. So ist das dann. Ja, liebe Leute, nach diesen vielen guten Nachrichten und der einen, ja, nicht ganz so tollen Nachricht, nämlich dass hier Kastilien aufgetaucht ist, verabschiede ich mich für diese Folge. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht,
ein Daumen runter und schreibt warum. Bis zum nächsten Mal, euer Steinwallen.